Dumm. So, ein bisschen Holz. Ach komm, nehmen wir noch eine Seite Holz. Ich würde gerne alles auf einer Seite auf einmal markieren können. So. Ropes brauchen wir keine. Ropes. Water Skins auch nicht. Davon haben wir genug. Kupferflöte, Kupferpiccolo, Eisentrompete nehmen wir gerne. Kupfertrommeln auch. Das ist mir alles zu teuer. Käfige, gut. Blue Peacock. Keine Ahnung, was das ist. Aber wir nehmen auf jeden Fall die Henne hier. Und die Ente und den Roster. Jupp. Ente, Henne, Roster. Dark Turkey Gobbler. Und die Turkey Heads nehmen wir auch. Und noch den Turkey Gobbler. Der hier ist. So. Katze nehmen wir nicht. Ein Drake, den nehmen wir auf jeden Fall. Und noch eine Henne. Gut. Auch noch ein Roster. Noch ein Duck und ein Kupferkäfig. Ein bisschen Alkohol können wir auch mal abnehmen. Auch wenn wir genug selber haben. So, jetzt gucken wir mal nach dem Essen und den Waffen. Ein Iron Mace, den nehmen wir gerne. Kupfer Warhammer, der ist schön billig. Steel Mace. Steel Pick ist teuer. Steel Short Sword ist teuer. Bronze Picke, die ist billig, die nehmen wir. Obwohl, ich habe genug Picken. Nehmen wir lieber den Eisenspeer. Und den Kupfer Crossbow hier. Iron Warhammer. So. Kupferspeer. Silber Warhammer. Bronze Warhammer. So. Gut. Und jetzt gucken wir noch nach Essen. So, Rüstungszeug brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Bronze Cap nicht unbedingt. Copper Cap können wir aber gerne mitnehmen. Und Iron Cap können wir einschmelzen. So, das bringt uns alles nichts, bringt uns alles nichts. Rocknuts Back, nein, Rocknuts haben wir auch noch genug. La da 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 da. Pigtail Fiber, nehmen wir einmal einen Cloth Bin Pigtail Fiber. Und einen Silk Bin, sicher ist sicher. Ah, nehmen wir auch noch einen Wollbinser. Und jetzt brauchen wir nur noch Essen. Bolzen. Kupferbolzen nehmen wir mal die 25 Stück, weil die nicht teuer sind. Kronen brauchen wir keine. Anvils. Oh, die sind teuer. Aber es sind viele. Komm, wir sacken mal die Iron Anvils und ein paar von den Steel Anvils mit ein. So, wir können uns das ja sicher leisten. So, und hier ist Essen. Komm, die Eisen Anvils nehmen wir auch mit. Wir treiben mal unseren Preis ein bisschen höher. So, und jetzt noch Essen. So. Essen, 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 Essen. So. Gut.
Jetzt werfen wir mal unser Zeug rein. Wir haben so viele Bins da drüben, dass wir eigentlich genug zum Vertauschen haben, um auf 15.000 zu kommen. Hoffe ich jedenfalls. So reich müssten wir mittlerweile eigentlich sein, dass wir... So... Okay, 6.000 haben wir schon mal. Wir haben einen Maple Splint hier drin. Ah, komm, den können wir auch, sicher auch loswerden. Gabbro-Figurine, Zeug. Hier ist nicht so viel wertvolles Zeug drin, aber es ist trotzdem was wert. Das Gabbro-Zepter zum Beispiel. Ja, kommt was zusammen. Also wir werden jetzt sehr viele Crafts loswerden. Sehr viel von unserem Finished Goods, aber wir haben es zum Glück ja hergestellt. Ja, könnte knapp werden. Aber ich will die ganzen Stahl- und Eisenambosse haben. Da kann ich viele Stahl- und Eisenbarren draus schmelzen. Ah, hier ist sehr schön viel Wert drin. Ich glaube, mit dem Bin dürften wir es dann schaffen, auf die richtige Höhe zu kommen. So. Na, noch ein bisschen mehr. Ich sollte gucken, dass ich ihn mit 5.000 überbezahle. So, Trade. Very happy. Jo. Gut, Trader weg. Goods können auch wieder weg. Wir sind ziemlich viel jetzt losgeworden von unseren Goods. Das können dann in der Heimat sicher irgendwer gebrauchen. So, wir können uns ja mal kurz angucken, was wir so... Okay, wir haben schon ziemlich viel Reichtum zusammengesammelt. Gut. Die Karawane kann jetzt dann zufrieden abziehen. Wir können wieder nach unserem Wasserloch hier unten gucken. So, da wird gerade der Mechanismus für das Floodgate installiert. Und die wollen unsere Situation diskutieren. Hm. Stimmt, das kommt ja auch noch. So, wir haben Käfige mit Tieren drin. Beginnen wir die Diskussion. Wir brauchen nichts. Dieses Mal brauchen wir nichts. Was wir bräuchten, wären mal Nestboxes. Groß N. Davon haben wir ja... Was, nur 17 Stück? Okay. Gehen wir einfach mal zu den Nestboxes runter, so. So. Bauen wir pro Pasture 5 Nestboxes. Da müssen wir gucken. Ich glaube, da sind noch 3 in Auftrag. Wahrscheinlich. So. So, dann können nämlich die Vögel hier mal Eier legen. So, wir haben keine Nestboxes mehr. Jetzt gucken wir mal kurz in den Jobmanager. Nein, es werden gerade keine mehr gestellt und es fehlen 3 Stück. Naja, ist halb so wild.
Wir müssten Winter haben, hä? Was treibst du da draußen? Falsche Taste. Du trinkst was. Was ist mit dir los? Status? Tufts? Has been happy lately, sleept good. Oh, er hat seinen unteren Vorderkiefer, seine unteren vorderen Zähne verloren. Okay, eigentlich müsste es ihm gut gehen. Warum auch immer er da draußen Wasser trinkt. Okay, wie sieht's hier aus? Linke Building Tour Trigger. Ach, muss jetzt noch der Mechanismus am Hebel befestigt werden, hä? Damit werde ich den Zwerg da rausholen können. Okay, Finish Conversation. Wir haben wieder sehr viele Türen. Ja, Konversation beenden. Wo brauchen wir denn noch überall Türen eigentlich? Okay, jetzt gucken wir mal kurz. Nestboxes scheinen alle gesetzt worden zu sein. Jupp. Da sind Beetles. Also, hier sind Turkeys. Also, Zone. N. Gucken wir mal. Turkey Gobbler, Turkey Hen. Noch eine Turkey Hen, noch ein Turkey Gobbler. So. Nächstes. Hier müssten Gänse sein. Ja, Gänse habe ich, glaube ich, keine männlichen. Gekauft gekriegt. Duck, Drake, Hen, Worcester. Sieht schlecht aus. Nö. Hier müssten Enten sein. Du müsstest eine Duck sein, genau. Also kommen hier jetzt die Duck, der Drake, noch eine Duck, noch eine Duck hin. So. Und hier oben kommen die Hühner hin. Und gerade die haben die wenigsten Nestboxes abgekriegt. Ja, ganz toll. So. U, M, Q, Nestbox aus Rock. Drei Stück, obwohl. Canceln wir die Order mal. Remove. Wir mal gucken, sind die Nestboxes vielleicht noch in den View Items, ja genau. Vielleicht noch hier irgendwo in den Stockpiles untergebracht. In den Workshops. Das kann nämlich auch gut sein. Granit. Stray Dogbone. Hier werden Bolzen hergestellt. Okay. Nö, da sind mir die Nestboxen wohl ausgegangen. Building Groß N? Nö, ich hab sie doch noch. Ja, da sind ja die restlichen drei Nestboxen. Die waren wirklich bloß noch nicht im Lager. Gut, kann ich die auch irgendwie einstellen? Nein, die sind nur geclaimed. Wahrscheinlich muss ich die verbieten, dass
dass da die Eier nachher nicht rausgenommen werden, weil normalerweise, wenn die Tiere da Eier reinlegen in die Nestboxen, genau, dann kommt einfach ein Koch und holt sie ab. Das heißt, wenn wir die Küche gucken, abgesehen davon, dass wir einen Haufen Fleisch haben,